Meine Damen und Herren, mit Ihrem Fernseher ist alles in Ordnung. Bitte ändern Sie nicht die Frequenz, spielen Sie nicht mit der Fernbedienung oder nehmen gar ein Buch zur Hand. Was nun auf Sie wartet, ist Kunst. Oder das, was Sie darin sehen. Kaum zu glauben, aber doch noch wahr geworden. Die Insomnale 2011 konnte dem eigenen Ende entgehen. Noch im April sah es so aus, als würde die 10-jährige Kunstausstellung ihren 11. Geburtstag nicht erleben. Beständig konfrontiert mit Personal, Raum und Geldmangel, drohte lange das aus. Doch wo ein Student ist, da ist auch ein Weg. Und nach viel Arbeit, Schweiß, Schlafmangel, abgelaufenen Hacken und verlorenen Nerven konnte die Insomnale am 8. Juni doch noch ihre Tore öffnen. Die etwa 80 Aussteller konnten sich in den Hallen in der Nähe des Bahnhofs auslassen. Bereits am ersten Tag konnten sich die etwa 200 Besucher der Vernissage vom Können und Nichtkönnen der Künstler überzeugen. Es ist mir eine Ehre und vor allen Dingen eine Freude, euch auf dem Innenhof der diesjährigen Insomnale zu begrüßen. Ich möchte euch einladen, mit uns die größte Schau junger Kunst in Mecklenburg-Vorpommern zu bestaunen, sich von den Werken vielleicht ein wenig verzaubern zu lassen. Aber auch zu kritisieren. Gut, das war meine Rede. Hector! Wer hat Schirmherr? 9 Uhr. Das Stupa beschließt, wir fördern keine einzelnen Studenten. Wir fördern das gesamte Projekt. 11 Uhr. Anmeldeschluss. 12 Uhr. Ein Baum fällt um. 14 Uhr. Sägen, Spachteln, Fegen. 15 Uhr. Die Insomnale ist eröffnet. Jericho, Jericho, Jericho. Joshua bit the battle. Jericho, when the walls came tumbling down. Joshua bit the battle of Jericho. Jericho, Jericho, Joshua fit the battle of Jericho, when the walls came tumbling down. You may talk about the bonds of Gideon, you may brag about your man old Saul, but you never saw nothing like Joshua at the battle of Jericho. When the sun stopped shining in the middle of the day, the sky began to storm. The ram horns, the sheep horns began to blow, and the walls came tumbling down. Am Abend des 24. Juni schlug der Puls dann höher, als das Ende der Insomnale nahte, und damit stand auch die obligatorische Preisverleihung vor der Tür. Nach nunmehr 15 Ausstellungstagen stehen sie endlich fest, die Gewinner der diesjährigen Insomnale 2011. Doch es ging nicht gleich los. Die Künstler mussten noch ein wenig schwitzen. Währenddessen wurden sie musikalisch vom Duo Lege und Lena und spielerisch vom Impro-Theater unterhalten. Die Bläserin und der Gitarrist wurden vom Publikum gut aufgenommen und auch die Gruppe Mama Ernst konnten nach einem eher ruhigen Anfang die Zuschauer überzeugen. Mach's weg!
du ja nicht wiederkommst, doch! Oh, du bist ja angezogen. Ja. Schade. Wir wollen Kaffee essen, immer mehr. Dann wurde es still im Saal. Licht aus, Spot an. Und die drei besten Künstler wurden mit Geldpreisen bedacht, wobei sich die Siegerin noch über ein Kunststipendium für Ahrens Hob freuen konnte. Mit dem dritten Platz wird Isabel Moog ausgezeichnet. Es handelt sich also um die Arbeit von Jacqueline Dour. Im fließenden audiovisuellen Geschehen konzentriert die Preisträgerin malerische Spuren zu grafischen Zeichen innerhalb der Collage. Ich freue mich, den ersten Preis, der in Form eines Arbeitsstipendiums im Künstlerhaus Lukas im Ahrens Hob vergeben wird, an Linda Perten. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Hast du denn irgendwie mit so einem Erfolg gerechnet? Nein, erstmal natürlich nicht. Man ist immer überrascht, wenn man was gewinnt. Und ich freue mich sehr. Was hat dich inspiriert? Also ich hatte schon mal einen Animationsfilm gemacht, nur in Schwarz-Weiß. Und jetzt wollte ich das einfach mal in Farbe ausprobieren. Und es war ziemlich schwierig, weil man auf alle Farben gleichzeitig ja dann reagieren muss im nächsten Bild, damit das interessant wirkt. Und was können wir noch in Zukunft von dir erwarten? Vielleicht mehr Filme und Malerei auf jeden Fall. Grund zur Freude gab es auch für Anne-Christine Bogott und Dana Zabel, die mit ihren Fotografien, einer Filmvorführung sowie der Gestaltung des Raumes den Publikumspreis erhielten, der am Sonntag verliehen wurde. Nach dem offiziellen Teil des Abends konnte man die Krawatten ablegen und, wie bereits in den vergangenen zwei Wochen, gab es in den Insomnale-Räumen was auf die Ohren. Die Aftershow-Party ging los. Zuletzt gilt es noch, ein Lob auszusprechen an die engagierten Studenten, die unserem Nalo nicht haben sterben lassen. So fand sie auch in diesem Jahr wieder nach zwei erfolgreichen Wochen am 27. Juni ein wohlverdientes Ende. Hoffentlich bis zum nächsten Jahr.